Geburt ist, wann die Welt auf dich los. Und jetzt darfst du lernen, dass du keine Funktion hast, außer zu ficken und zu sterben. Dass du immer gehorchen musst, wenn dir befohlen wird. Und dass du immer schwächer bist als der, der dich von oben tritt. Kinder werden geschlagen und getreten. Man sagt ihnen, es ist zu spät, nach dem Guten zu streben. Am Anfang ihres Lebens gibt es nur Nehmen. Kein Jeden, die Wege führen, unergründlich zu dem Verfall ihrer Seele. Und jetzt beginnst du zu bezweifeln, dass dieser Ort deine Heimat ist. Und hoffst, dass alles besser wird, sobald du keine 3 mehr bist. Dann bist du 6 und gehst gespannt zur ersten Klasse, um endlich zu lernen, dich der Gesellschaft anzupassen. Das Kind ist älter und sucht nach dem Sinn des Seins. Noch nie lobte ihn jemand für sein Talent oder Fleiß. Und so tut es Dinge, von denen es denkt, sie seien das Einzige, was es kann. Logische Konsequenz ist Leid. Deine schulische Leistung ist sehr viel schlechter als die anderer. Dein Lehrer ist ein Arschloch, du wirst ständig von ihm angemacht. Du hast die ganze Schule, du zündest sie an. Ein Denkmal deiner Unfähigkeit steht jetzt endlich in Flammen. So viel Potenzial vergeudet, die Qual des Alltags trifft dich hart. Du bist gebrochen und fragst dich, ob es egal ist, ob du stirbst oder lebst. Bist du wirklich nur elendig, wie es so viele sagten? Wie viel ist ein Mensch über sich ergeben, bis er anfängt durchzudrehen? Von dem Scheiß wollt ihr noch sehen, bis ihr anfängt, wie eine Bombe zu ticken, um die Welt zu ficken? Wie viel ist ein Mensch über sich ergeben, bis er anfängt durchzudrehen? Von dem Scheiß wollt ihr noch sehen? Du kannst sowieso nichts ändern, also lass das verfickte Schiff kentern. So viele haben schon jetzt genug Scheißstress in ihrem Schädel, dass sie kämpfen müssen, den nächsten Scheißtag nur zu erleben. Keiner hat mehr Kraft, all diese Regeln zu verstehen. Und durch den Druck von außen hat man noch mehr Stress und fängt an durchzudrehen. Wunderst du dich, dass kleine Kinder sich killen? Wunderst du dich, dass Mütter töten, anstatt ihre Babys zu stillen? Es ist kein Wunder, dass diese Welt vergeht. Ohne Perspektive zu leben, schafft destruktive Leere. So viele flüchten sich in eine eigene heile Traumwelt, um den Punkt zu erreichen, wo dir all der Scheiß nicht mehr auffällt. Und sie merken nicht, dass die echte Welt sich verändert. Eines Morgens wachst du auf und bist in deiner Welt ein Fremder. Wunderst du dich über die Kriminalität? Wunderst du dich, dass Hass und Ignoranz über allem steht? Wer hat Verständnis für Fehler, die du begehst? Versteht jemand die Schmerzen, die du tagtäglich erträgst? Es gibt keinen Platz für Träume in einer Welt ohne Zukunft. Keine Hoffnung zu haben ist schon normal seit deiner Jugend. Also machst du, was immer du tun musst, um mitzuhalten. Wenn es sein muss, löst du deine Probleme nur mit Gewalt. Kinder wachsen auf inmitten von dreckigen Nadeln, nehmen in Kauf, dass sie erzogen werden von Sklaven. Lucifer persönlich schickte das Gift an seine Jünger. Sie tragen Zeichen in Form von Stichen in den Armen. Dein Geist und dein Körper sind taub von Drogen, von welchen du glaubst, die helfen dir vergessen, doch die Wirkung bleibt aus. Dann plötzlich stehst du mit dem Rücken zur Wand und siehst die Feinde zerfetzen mit einer Waffe in jeder Hand. Keine Liebe, niemand da, der dich stärkt, wenn du gebrochen wirst. Dein Herz schreit vor stechendem Schmerz. Irgendwann kann es nicht mehr und schlägt in deinem unreinen Takt. Der Punkt, an dem du aufhörst, dich zu rumlern, du hast. Wie viel ist ein Mensch über sich ergeben, bis er anfängt durchzudrehen? Von dem Scheiß wollt ihr noch sehen, bis ihr anfängt, wie eine Bombe zu ticken, um die Welt zu ficken. Wie viel ist ein Mensch über sich ergeben, bis er anfängt durchzudrehen? Von dem Scheiß wollt ihr noch sehen. Du kannst sowieso nichts ändern, also lass es verfickt. Fick dich, ist ein Mensch über sich ergeben, bis er anfängt durchzudrehen? Von dem Scheiß wollt ihr noch sehen, bis ihr anfängt, wie eine Bombe zu ticken, um die Welt zu ficken? Ist ein Mensch über sich ergeben, bis er anfängt durchzudrehen? Von dem Scheiß wollt ihr noch sehen? Du kannst sowieso nichts ändern, also lass es verfickt dich, Fick dich.